Gut, da es mit dem Mittel, was ich eigentlich geplant hatte, nicht so wirklich klappt. Aber ich kann den Arsch auch nicht ausschalten. Ja, jetzt hole ich mir das ganze Zeug hier. Anders geht's nämlich scheinbar nicht. Wieso geht das nicht auf? Wie kann ich mich jetzt hier eigentlich verstecken? Ah, jetzt, so geht's. Alles klar. So. Obwohl er mich hier wahrscheinlich auch nicht unbedingt sehen würde. So, er macht das gleich wieder zu. Ist da eine Tür oder was? Ja, da ist sogar eine... Ach, da vorne kommt jemand. Mhm. Ah. Hier würde ich sogar schneller vorankommen, weil der Penner da unten mich nicht sieht, ne? Ja, dann machen wir es gleich so. Ist vielleicht besser. Weil da bräuchte ich niemanden betäuben und spare mir auch... Wenn der jetzt ein bisschen schneller tut, wäre es halt jetzt echt ideal. Bitte dreh dich um und verpiss dich. Ja, danke, Kumpel. Weil es kommt nämlich der andere Arsch. Jawohl. Ach, da ist eh keiner. Sehr gut. Oder? Jetzt muss ich eben gucken. Ja, speichert tue ich jetzt nicht, weil wahrscheinlich müssen wir eben immer an dieser einen Stelle stehen. Nur habe ich jetzt das Problem, da ist zwar keine Drohne. Nein, nein, der sieht mich. Ja, ja, der sieht mich. Aber ich verstecke mich jetzt hier. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Ganz einfach. Muss ich hier kriechend voran? Ich hoffe nicht. Aber jetzt haben beide dieselbe Stellungnahme. Das ist im Prinzip... Okay. Achso, der andere überprüft das gar nicht. Ich dachte, der würde das jetzt überprüfen. Egal, wir haben es gleich erreicht, das andere. Jawohl, jetzt müssten wir es eigentlich erreicht haben. Okay, da ist nichts. Sehr gut. Pump Room. Okay, wo ist da diese verfickte Bombe? Oder verdammte Bombe von mir aus? Muss ich den Computer hier aktivieren? Nein, muss ich nicht. Alles klar. Nur wo ist... Nein, hier ist niemand. Kumpel, hier ist niemand. Warum ich mich jetzt automatisch hier versteckt habe, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wo ist jetzt hier die Scheißbombe? Ich rufe nochmal Stillman an. The countdown has been initiated. Listen up. Time is absolutely critical. Hurry to the bottom of strut A by the shortest possible route. Should I apply coolant to the bomb in the same way as before? Wait, I'm still not sure yet. I'll try testing it out here first. For now, get yourself to the bottom of strut A ASAP. Was ist denn der... Nein, das wollte ich jetzt nicht. The countdown is... Ja, das kennen wir schon alles. Was ist denn der Fuß? Was ist denn der Fuß von Strebe B? Von Strebe A. Vielleicht hier draußen nicht, weil... Ja gut, Fuß ist das wahrscheinlich eher weniger. Das ist wahrscheinlich eher der... Der Roof ist das ja. Aber hier wurde doch... Ah! Okay, coole Sache. Jetzt fahren wir runter. Raiden, Bliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? Fat man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there! There's less than 30 seconds left. It's too late. No!
Pliskin, and get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Ach du Scheiße, ist der jetzt draufgegangen durch die Explosion oder was? Okay, jetzt sind wir am Fuße von Strebe A. Dann aktivieren wir mal den Computer, ja. Achso, der ist schon aktiviert, alles klar. Da ist auch nice. Aber wo ist das jetzt? Ich muss den Sensor wieder reintun, ja. Sind hier keine Gegner? Sieht zumindest nicht so aus. Jawohl. Obwohl mir Betäubungsmunition gerade lieber wäre. Wo ist denn die Bombe überhaupt? Achso, das sind ja auch Türen, ne? Aber ich sehe trotzdem nichts hier. Ich bin doch jetzt genau da wieder, wo ich am Anfang war. Oder? Na gut, dann vielleicht die andere Richtung. Ja, ich muss gerade schauen. Weil das irritiert mich jetzt ehrlich gesagt tierisch. Aber im Übrigen ist ja da nichts. Wo ist da die Bombe? Moment, ich habe ja dieses Sensor B, streng gestützte Metatronen, piept beim Entdecken von Fatmans Geruchloser. Eine Ration mehr? Ich habe nur noch 96 Sekunden. Von Fatmans Geruchloser Bombe. Ja, ich habe jetzt voll Pech gehabt, wenn ich das nicht schaffe. Ich muss auf alle Fälle so weit wegbleiben wie möglich. Ich sehe keine Bombe, Leute, ich sehe keine Bombe. Ah, 30 Sekunden. Ich darf nicht zu nah heran. Aber ich glaube, wir haben es vermasselt, Leute. Weil ich sehe hier weit und breit. Nein. Ich sehe nämlich nichts. Ja, jetzt haben wir es vergeigt, Leute. Ich schaffe das in 10 Sekunden nicht. Ist es da vorne dran, oder was? Scheiße. Ja. Scheiße. Ihr wisst, was zu tun ist. So, jetzt wissen wir ja ungefähr, ja, ich habe jetzt den Rest rausgeschnitten, weil das wird jetzt schon langsam, ich will das nicht blöd daherreden, aber das wird schon langsam peinlich, dass ich so oft fehle. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wo sich das Teil befinden soll. Wir waren quasi schon ganz nahe dran, aber wir dürfen nicht so nahe rangehen, dass es quasi frühzeitig explodiert. Wir haben aber noch, ja, wir haben jetzt ein bisschen länger Zeit, weil ich habe mich jetzt nicht mehr so lange gespielt. Kann es sein, dass der Sensor da unten ist?
Ist die Bombe da oben irgendwo angebracht? Ja, jetzt haben wir genug Zeit zum Schauen. Nee, da ist sie nicht. Okay, hier im Wasser sieht man sie nicht. Ach, da ist sie. Aus möglichst weiter Entfernung hieß es. Nein, nein, auf, auf. Bist du wahnsinnig? Ryden, bist du wahnsinnig? Du stirbst bis sonst noch weg, Kumpel. Ja, ich hab schon gesehen. Wir müssen also quasi von dieser Entfernung aus das Ding entschärfen. Dürfte jetzt allerdings... So, jetzt müssen wir es hinkriegen. Ja. Jawohl. Sehr gut. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Ryden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Tja, haben wir das jetzt geschafft? Gott sei Dank, muss man sagen. Trotzdem werde ich jetzt... Ja, jetzt werde ich die Ration reinhauen, damit wir wenigstens ein bisschen regenerieren. Aber ich würde sagen, ich speichere hier nochmal. Ja. Jetzt soll ich mich wieder nach oben begeben. Gut, dann speichern wir trotzdem nochmal. What's up, Jack? Rose, no comment. About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training. They have bodies. They have had lives. I took all that away from them. But you've got no choice if you want to survive. And yet, maybe because of the VR training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack. What? I don't care what it takes, just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Okay.